Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, ihr habt es bestimmt am Titel schon erkannt. Die neue Goodie Box ist da. Diesmal rosane Schublade und grau Anthrazit Corso? Körper. Drumherum. Genau. Und die neue Goodiebox möchte ich gerne mit euch auspacken, aber vorher möchte ich euch darauf hinweisen, dass mit dem Link in der Infobox ihr 50% auf eure erste Goodiebox sparen könnt. Die Goodiebox könnt ihr im Abo abschließen oder einzeln bestellen. Einzeln kostet sie 19,95 €. Mit meinem Link könnt ihr 50% auf eure Goodiebox sparen. Das heißt, ihr zahlt nur noch 9,95 € und das lohnt sich definitiv. Auch die 19,95 € lohnt sich, denn hier drin sind in der Regel Full-Size-Produkte und hochwertige Produkte, hochpreisige Produkte. Das lohnt sich immer. Ich glaube, dieses Mal ist in der Box ein Warenwert von, ich gucke jetzt nochmal nach, 107,50 €. Und was hier schönes Kleines drin ist für 107,50 €, das wollen wir uns jetzt gemeinsam einmal anschauen. Wenn die Goodiebox zu euch kommt, dann kommt auch so ein kleiner Zettel mit. Auf diesem Zettel ist ein QR-Code, den könnt ihr scannen und dann könnt ihr das Digital Booklet euch angucken. Da könnt ihr sehen, was mache ich mit den Produkten, wie viel kosten die Produkte und von wem sind die Produkte. Das ist immer ganz interessant zu wissen und vor allem auch die Anwendung wird einem da erklärt. Also schaut unbedingt in dieses Booklet hinein und viel Spaß dabei. Wie immer, kleines Schubladensystem, wir öffnen es. Das riecht schon wieder so gut. Was haben wir hier Tolles drin? Ja, die Schubladen könnt ihr natürlich weiterverwenden auf eurem Schreibtisch, Schminktisch, wo auch immer, Badezimmer. Ihr könnt da drin lagern, was ihr möchtet, was euch einfällt. Mir ist noch nichts eingefallen, aber ich habe sie schön aufgehoben. Genau, hier ist wieder dieser berühmte Goodiebox-Aufkleber. Und den lösen wir jetzt und schauen uns mal an, was hier Tolles wieder drin ist. Das ist der Inhalt. Und erster Blick, ich freue mich schon übelst. Und kann euch diesmal auch wieder Preise und Produktnamen inklusive, ist es ein Full-Size oder ist es eine Reisegröße? Was ist das Goodie? Weil ne, ihr habt 6 Produkte und dann noch ein Zusatzprodukt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass es 6 sind. Ja, 6 Produkte und ein extra Geschenk quasi. So, wir schauen uns an. Ich greife rein und nehme mir hier eine Coffee Scrap. Ein Coffee Scrap. Jetzt fällt mir gleich das Handy hier runter. Ich habe einen Coffee Scrap rausgekramt und kann euch jetzt die Infos dazu geben. Das ist von Frank Body, das Original Coffee Scrap. Das ist die Größe, eine Reisegröße und hier habt ihr einen Warenwert von 4 Euro. Finde ich cool, aber warum ist da ein Popo abgebildet? Ist halt ein Body Scrub, ne? Damit könnt ihr euch auch die Popo peelen. Als nächstes habe ich hier von Thermas ein Shampoo. Genau, das ist ein revitalisierendes Shampoo. Okay. Werde ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Das ist eine Full-Size-Größe und da habt ihr einen Warenwert von 19 Euro. Als nächstes habe ich hier von Balance Me eine Glow Mask. Das ist eine Travel-Größe, die ist also perfekt für unterwegs, für die Reise, fürs kurze, schnelle Wochenende. Und das kostet 17,50 Euro. In der Travel-Größe? Oder dann in der Originalgröße? Na, hier steht 17,50 Euro. Hat ja was zu bedeuten. Eine Glow Mask. Bin ich mal gespannt. 15 Minuten drauf lassen und mit warmem Wasser entfernen. Probieren wir mal aus. Das nächste Produkt, was ich habe, ist etwas für die Lippen. Ein Lipstick haben wir hier drin. Von der Firma Isadora. Das ist eine Full-Size-Größe und wir haben hier einen Warenwert von 16 Euro.
So sieht er aus. Die Form ist ja schon mal mega. Geht so mehr, ja, ich würde sagen, ist so ein bisschen ins Rosa, braun-rosa. Schimmert auf jeden Fall richtig schön. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür Anwendung finde oder ob ich den irgendwo mal weiter verlose. Als nächstes habe ich hier von Bella Pierre ein Banana Setting Powder. Das nimmt man ja, um vor allem unter den Augen den Concealer zu setten, damit sich Fältchen und so nicht so abbilden, glaube ich. Also ich bin auch nicht so der Schminkprofi, ne? Bella Pierre ist ja jetzt auch nicht so die verkehrte Marke. Ich habe auch heute den Blush davon benutzt. Und ihr habt hier quasi noch eine Schutzfolie drüber. Und dann könnt ihr euch das in den Deckel rieseln lassen. Und vom Deckel aus könnt ihr euch das Produkt auf den Pinsel und dann den Concealer setten. Mega. Wird auf jeden Fall auch getestet. Denn ich habe nämlich jede Menge Fältchen, in denen sich der Concealer absetzt. Ist eine Full-Size-Größe und kostet 20 Euro. Als nächstes, und da freue ich mich, hat Goodiebox gehört, als ich gesagt habe, Pinsel kann man immer gebrauchen, denn da ist schon wieder ein Pinsel drin. Drei Boxen hatte ich jetzt und drei Pinsel waren bis jetzt drin. Mega. Das ist ein Blush Powder Brush. Der hat wieder, und das feiere ich ja immer so extrem, wenn die auch noch schön aussehen, Glitzerelemente da drin. Ne? Und jetzt ziehen wir ihm mal das Hütchen ab und dann haben wir hier schön fluffig. Und das finde ich cool. Da könnt ihr richtig schön euren Blush auftragen. Das ist natürlich eine Full-Size-Größe und hat einen Warenwert von 16 Euro. Der ist von Nire Beauty. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Namen richtig ausspreche, aber verzeiht mir, wenn es nicht so ist. Ich finde ihn cool. Geht auf jeden Fall in meinen Ständer. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist das Goodie, was diese Woche dabei ist, oder diesen Monat dabei ist. Eine Haarbürste. Die sieht so aus. Finde ich cool. Haarbürsten kann man ja auch nie genug haben. Vor allem Haarbürsten sehen ja nach einer gewissen Zeit auch aus wie vom Schlumpf. Ich finde es cool, dass sie so richtig flexibel ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vor allem bei den lockigen Haaren meiner Tochter sehr gut performt. Und die ist von Anwen Eco Hairbrush. Natürlich eine Full-Size und kostet 15 Euro. Für 15 Euro würde ich mir selber keine Bürste kaufen, aber sie war als Geschenk dabei. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Die wird auf jeden Fall im Badezimmer ihren Platz finden und ausgiebig getestet. Und ja, das war es auch schon wieder. Die Box ist leer. Jetzt könnt ihr die, wie gesagt, für andere Dinge, schöne Dinge verwenden. Und das sieht doch immer ganz hübsch aus, wenn diese Boxen aufeinander gestapelt irgendwo stehen. Wenn ihr die auch mal ausprobieren möchtet, dann folgt dem Link, der in der Infobox ist. Spart 50%, also statt 19,95 Euro nur 9,95 Euro. Und gönnt euch auch mal ein bisschen Beauty. Ja, die Seele baumeln lassen mit den Produkten. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.